Für die erste Übung brauchst du ein zusammengerolltes Handtuch. Lege dein Handtuch nun unter dein Kreuzbein. Achte wirklich darauf, dass es nicht an der Lendenwirbelsäule liegt, sondern wirklich erst ab deinem Kreuzbein. Nun öffne und schließe die Beine. Für die zweite Übung kannst du das Handtuch wieder rausnehmen und deine Beine 90 Grad nach oben heben. Bewege nun in kleinen Bewegungen die Füße auf und ab. Für die dritte Übung stelle beide Beine auf und nimm die Hände in deine Hüften. Ziehe nun dein rechtes und linkes Becken abwechselnd nach oben. Nun strecke ein Bein aus, nimm dein anderes Knie zur Brust und wippe ganz langsam. Dasselbe kannst du auch mit beiden Beinen machen. Für die nächste Übung nimm wieder ein Knie zur Brust und strecke das andere Bein aus. Drehe dich nun zur Seite und versuche eine Dehnung in deine Wirbelsäule zu bekommen. Bleib in dieser Position ruhig einige Sekunden liegen und wiederhole das Ganze auf der anderen Seite. Die nächste Übung ist die sogenannte Päckchenposition oder in Yoga die Position des Kindes. Versuche dabei, dich ganz entspannt auf den Boden zu legen und deine Wirbelsäule ganz rund zu machen. Und zu guter Letzt, damit dir einfach diese ISG-Blockade nie wieder passiert, dehnen wir jetzt noch unseren Hüftbeuger. Stell ein Bein nach vorne, ziehe deinen Bauchnabel nach innen und schiebe das Becken nach vorne. Schiebe es so weit nach vorne, dass du ein Ziehen in deinem vorderen Oberschenkel oder beziehungsweise im Leistenbereich spürst. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und ich wünsche dir viel Spaß beim Üben. Tschüss!